Hey Leute, euer Placid hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen gemütlichen Folge Anno 1800. Ja, schon die 30. Folge insgesamt. Ich bin selbst erstaunt. Jetzt nach einer kleinen Pause geht's wieder weiter. Musste auch mal sein. Aber wir gucken mal, wie wir hier vorankommen. In der neuen Welt haben wir ja die Hutproduktion angeworfen. Die wollen wir jetzt auch gleich mal aktivieren, dass wir hier ein bisschen mehr Kohle reinkriegen. Und natürlich auch mehr Einwohner. Natürlich wollen wir hier und da mal noch gucken, wo Optimierungsbedarf ist an unseren Inseln. Aber ich würde sagen, als einen der nächsten Schritte nehmen wir auf jeden Fall mal die Expedition Gesunkene Schätze in Angriff, dass wir Richtung Cap Trelawney fahren, um dort Warum sollte der Himmel nicht geben? die größte je dagewesene Anu-Insel zu besiedeln. Und unseren Einwohnerstand noch erheblich aufzustocken. Zwei, drei Dinge hatte ich schon geregelt, und zwar habe ich hier vorhin noch mal geguckt. Kohle ist nicht in der Balance, da habe ich aber schon eine Handelsroute eingestellt. Genau, das ist die Insel, wo hauptsächlich die Felle produziert werden. Hier habe ich eine ganz gute Kohleproduktion und verschiffe die dann rüber auf die Hauptinsel. Nochmal kurz hier auf die Produktion der Hauptinsel gucken. Aber hier ist alles im Lot. Da können wir auch bis aufs Mehl. Aber das ist kein Problem. Nichts leichter als das. Genau, das wäre dann auch wieder im Lot, richtig? Ich glaube, da können wir direkt hinterher noch eine Getreidefarm bauen. Was ist hier los? Hier fehlt noch einiges an Material. Okay. Hier fehlt leider Baumwollstoff. Alles bereit. Dann gucken wir doch mal, wo der bleibt. Das ist das Rumschiff. Auf Ihren Befehl. Aha. Am allerbesten wäre eigentlich, wenn wir gar keinen Baumwollstoff brauchen würden. Die Welt spaltet sich in Schwarz und Weiß, wenn man klar und gründlich recht spricht. So wie ich es tue. Die Bäckerei ist nicht unser Problem, da wäre jetzt gerade das Item verfügbar. Nein. Oder vielleicht hier.
Nein, auch nicht. Genau, das sieht doch hier ganz gut aus. Dann könnte man hier mal noch ein bisschen weiter suchen. Und zwar suche ich ein ganz bestimmtes Item, womit ich keinen Baumwollstoff mehr brauche für die Schneidereien. Und zwar die Kostümbildnerin. Die tauscht nämlich die Ausgangsstoffe, und zwar nämlich Baumwollstoff gegen Wolle. So viel Geld habe ich leider noch nicht. Ist es Ihnen gestattet, mir zu dienen? Manche Menschen fischen. Ei, ei! Alles bereit. Woher würde die Pest? Wo ist unser Krankenhaus? Das ist ziemlich weit weg. Würde ich fast schon sagen, bauen wir noch eins. Genau, das wird jetzt mit der Zeit behoben, da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Das wäre es mit dem Getreide. Die Schneidereien sind vorerst wieder versorgt, das reicht aber nicht aus. Warum geht das Mehl hier noch runter? Das ist nur noch ein Anzeigefehler. Das behebt sich mit der Zeit. Nähmaschinen. Das sollten wir auch nachbessern. Und das heißt gleichzeitig, wir brauchen mehr Handwerker. Also mehr von allem. So, das reicht aus.
vorerst. Jetzt geht es natürlich wieder um zum einen Holz, zum anderen, ja genau, Stahl. Also das wird auf jeden Fall noch eine schwierige Aufgabe. Die Waffenruhe wurde beendet. Um das alles zu optimieren, erstmal eine Waffenruhe wieder. Es sind jetzt 4 Stunden am Stück. Herstellen. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Du findest, das war ein Sturm. So, was wollte ich jetzt sagen? Und zwar ein Kraftwerk hier reinzubauen. Um das alles hier abzudecken, müsste ich Schienen hier durchbauen. Und das wird nicht so einfach. Aber es wird extrem viel bringen, auf jeden Fall. Genau, Nähmaschinen passt so auch jetzt wieder für eine Zeit, für eine gewisse Zeit. Eigentlich produziere ich auch schon eigentlich genug Baumwollstoff, aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, liefere ich zu wenig. Du siehst es ja selbst. Alles bei uns ist knapp, wie gewöhnlich. Dann schicken wir einfach noch ein Schiff auf die Reise. So, unsere Obreros sind fröhlich und haben Hüte. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal sehr gut. Jetzt müssten wir nur noch ein bisschen Bier. Naja, Nähmaschinen noch nicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das muss noch nachgebessert werden. Auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden. So.
Oh, das war verbaut. So, passt das erstmal. Genau, und damit auch in der Produktion. Meine Frau sagt, sie lügen. Ein neuer Auftrag? Genau, neue Handelsroute. Eine neue Handelsroute, und zwar von hier mit Baumwollstoff und nochmal Baumwollstoff Richtung Alte Welt. Hauptinsel abladen. Genau, und diesem Clipper und los geht's. Also nur als Vorsorge, in der Hoffnung, dass ich bald das Item bekomme, was ich brauche, dann haben wir die Sorge nämlich nicht mehr. Aber ich habe einfach schlichtweg zu wenig Geld, um hier ständig die Angebote zu erneuern. Deswegen kann ich das auch nicht so oft machen. Nee, sonst habe ich hier nichts Nützliches mehr dabei. Alles bereit. Die Leute sollten dich lieben. Das wird ein teuflisches Vergnügen. Da kommt unser Flaggschiff. Und dann werden wir jetzt mal reingucken. Wie es mit dieser Expedition aussieht. Wir brauchen wie immer Rationen, dann brauchen wir Jagdglück und Redegabe. Redegabe bekommen wir. Wir haben keinen Sekt. Schade. Bei schwerer See tagelang festgeklammert an gekenterte Beiboote. Danach fürchtet man weder Tod noch Teufel. Dann nehmen wir doch Bier. Und einmal Jagdglück. Da können wir. Ja, doch. Mehl nehmen. Und schon geht's los in Richtung Cap Trelawney. Und die gesunkenen, um die gesunkenen Schätze zu bergen. Natürlich erstmal hinkommen und dann geht's los. Und in dem Fall natürlich auch eine weitere Geschichte hier in Anno 1800 aufdecken, was die Königin betrifft. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist.
unvollständig. So, was ist hier wieder los? Kautschuk fehlt. Warum ich das? Dich zum Weinen bringen, wie ein Fragt sich bloß, wo kommt Kautschuk her? Haben wir das hier in unseren Handelsrouten mit drin? Ja. Okay. Wahrscheinlich noch zu wenig. Also momentan bin ich noch nicht so wirklich zufrieden mit der Versorgung. Da fährt das Baumwollstoff-Kaffeeschiff. Jetzt muss ich nur mal gucken, hier war Kautschuk, ja. So, und wo ist das Schiff gerade unterwegs? Hier, es war gerade da. Okay. Trotzdem wird es wohl zu wenig sein. Also, wie so oft, muss natürlich noch mehr angebaut werden. ...144 Felder ist schon ziemlich viel. Mal drüber schauen? Ja, das machen wir doch direkt. Mein Verlag. Du bist ein Fuchs. So, Nummer 1. Da hat ein Lagerhaus gefehlt, so. Ah, wie wir uns
nach dem Meer gesehnt hat. So, unser Flaggschiff ist jetzt auf Expedition in Richtung Kap. Sind wir gespannt, wie es da weitergeht demnächst. So, zwei Plantagen dazu. Das heißt, trotz allem, das wird nicht für diese Runde reichen, aber hoffentlich für nächste. Mal noch 50 Tonnen drauf. Ich denke, das sollte für den Anfang mal ausreichen. Es wird ja noch genug Kautschuk gebraucht. Und das deckt hoffentlich die Nachfragen aus der alten Welt. Nicht mal mein Alpaka kann sich beklagen. So, zurück in die alte Welt. Also, ein paar Optimierungen konnten wir machen. Das Einzige, was mir jetzt hauptsächlich nicht gefällt, ist noch hier die Stahlproduktion, weil das hier so viele von den Hochöfen sind. Und optimal wäre eigentlich eine Stromversorgung. Da muss ein Umbau her, auf jeden Fall. Was ich auch gerade noch sehe, und zwar ist das der Café. Ich glaube, da packe ich auch noch ein paar mit drauf in die zweite Handelsroute. Zumindest mal für den Anfang 50 Tonnen, genau. Erwarten neue Horizonte. Noch sind die jetzt hier am Arbeiten. Das hat diesmal doch irgendwie gereicht. Komisch, warum die vorhin dann stillstanden. So, ein bisschen Holz hat auch noch gefehlt. Fehlt immer noch, aber nicht so schlimm. Das kriegen wir noch in den Griff.
Auch hier gibt es entsprechende Items. Müssen wir nur finden und einsetzen. Mal zwischendurch immer wieder gucken. Das ist nämlich auch die Herausforderung. Wenn man jetzt, wie ich, nicht genug Geld hat, um diese Angebote immer wieder zu erneuern, muss man dann regelmäßig mal reingucken, wenn sich das Angebot automatisch erneuert, ob da schon was dabei ist. In diesem Fall natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall, da jetzt unsere Bilanz ziemlich glatt ist und unser Geldbetrag auch und wir natürlich am Ende der Zeit angekommen sind wieder, mache ich hier mal einen Cut und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ist noch einiges zu tun, unser Flaggschiff ist auf dem Weg ins Kap und da gibt es dann noch mehr zu tun, eine Rieseninsel aufzubauen. Ein paar Quests noch zu erledigen und auf jeden Fall immer wieder jede Menge Spaß zu haben mit diesem tollen Spiel. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei der Folge Nummer 31, wenn es wieder heißt gemütliches Let's Play bei Placid Gaming Corner mit Anno 1800. Bis dahin, macht's gut, bis denn, ciao ciao, euer Placid.